Hey Freunde, willkommen zu diesem Vorfreude-Video. Hier seht ihr die Artikel, die mir Röder letztes Jahr gesponsert hat. Und deswegen dachte ich mir, wir machen mal eine richtig geile Vorfreude-Tour. Und zwar alles mit Leuchtartikeln von Röder. Dann würde ich mal sagen, wir verlieren überhaupt keine Zeit und gehen gleich mal raus und beginnen unsere Vorfreude-Tour. So Freunde, ich dachte mir, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, dass wir ein paar Sachen von Röder gesponsert bekommen haben, dachte ich mir, ich mache mal ein schönes Vorfreude-Video. Es ist schon sehr spät. Wir haben jetzt schon den 1.1., kurz vor 4 Uhr. Also entschuldigt bitte so ein bisschen meine Stimmung. Meine Stimme ist nämlich so ein bisschen weg. Aber das soll uns ja nicht dran hindern, hier die schönen Produkte zu testen. Wir haben auf jeden Fall von Jorge hier zwei kleine Vulkane. Einmal den Gold und einmal den Quetling. Würde ich sagen, kleine Vorfreude-Tour starten. Auch für die kleinen Dinger. Super, wir haben hier auf jeden Fall noch die Spider-Raketen aus dem Leslie-Sortiment. Dachte ich mir, passt zu den Anlass. Haben wirklich einen schönen Aufstieg, aber trotzdem. Ja, nanu, wo ist denn da die Zündschnur? Ach, die hat sich versteckt. Ja. Haben einen schönen Aufstieg. Halt aber sehr viel Plaste. Und der Effekt ist jetzt auch nicht unbedingt prickelnd. Muss man echt aufpassen, wenn man den vom Kopf kriegt. Ah, gut. Er kam runter. So, dann machen wir gleich mal weiter. Hier mit den 1000 Silbertaler, zweimal von Keller. Nico. Schöne Teile. So, wir machen weiter mit den Röder Engelshaar römisches Lichterverbund. Ich hoffe, das bleibt stehen. Ich habe es schön eingeklemmt. Uiuiui. Wow, also schöne Teile, vor allem die machen gleich von Anfang an richtig Radau. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, nehmen wir gleich mal als nächstes. Das nächste ist dann Irrlicht. Oh, ich dachte, das war's.
Oh. Ja, also die Teile finde ich echt gut. Also man kann sie echt gut gebrauchen, vor allen Dingen in Feuerwerken oder so. So, weiter jetzt. Wir haben hier noch eine Gaumenschen. Die hat ja immer noch diese Fontäne vorneweg. Kurz und knackig. So, wir machen mal hier noch die Fischrülpser. Ich finde ja so diese Feuertopf-Fisch-Effekt sehr schön. Mal sehen, wie sie wird. Hey, also ich finde sie lustig. Ja, ist halt Geschmackssache, aber ich finde sie relativ okay. So, weiter geht's. Wir machen auf jeden Fall noch die Engelskotze in Weißblink. Huch, da fällt mir schon der Vulkan um. Also echt schön, muss man sagen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich hätte jetzt eher so gedacht, dass das so noch ein bisschen kleiner ist, das Bouquet, aber es war echt schön. So, wir machen als vorletztes auf jeden Fall den Dämonenfeuervulkan. Und als letztes meine Lieblingsbatterie, und zwar die Chaoskometen. Die finde ich nämlich persönlich am besten. Ja, der Vulkan fängt immer schön langsam an, schön ein bisschen Gold und dann rapazapadabadaba. Ja, Leute, ich bin so kaputt, ist echt so spät. Oh, ich gehe schon mal zurück, ja. Der hat echt ein schönes Gold, muss man sagen. Das Ding ist der Wahnsinn. Eieiei, ihr habt die Lampe ja hier mal als Vergleich gehabt und den Baum. Also das Ding geht ja richtig hoch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das Gold alleine war ja schon geil. Aber das, ja, Kaufempfehlung, ne? Dämonenfeuervulkan von Röder. So, und zum Schluss, wie gesagt, die Chaoskometen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe es in live noch nicht gesehen. Aber ich finde die so geil. Also jetzt generell den Effekt. Geiles Teil. Von mir aus könnten sie noch ein bisschen mehr abbiegen, aber nun ja, waren trotzdem schön. Also empfehlen könnte ich auf jeden Fall. Ich persönlich mag es, ich würde es jetzt auch persönlich kaufen. Für die Leute, die es nicht wissen, die ganzen Röder-Sachen haben wir zum Beispiel gesponsert bekommen. Sprich, ich habe sie zur Verfügung gestellt bekommen. Und dennoch ist es meine eigene Meinung, die ich hier vertrete.
ja, nicht, dass sich da jemand irgendwie aufregt. So, ich habe gerade gesehen, wir hatten im Karton noch die Sprotzelbox, würde ich sagen. Sprotzelbox dürfte ein bisschen ruhiger sein. Und dann würde ich sagen, wird das unser Abschluss für Silvester 2019, 2020. Oh, das war echt kurz. Habt ihr auch die Erklärung, warum die Sprotzelbox heißt, weil die sprotzelt nur so vor sich hin. Die erste Fontäne fand ich richtig geil. Das war wieder dieser Fluffy Willow-Effekt. Also Smarties, den fand ich gut. Also Freunde, ich hoffe, diese Vorfreude-Tour hat euch gefallen und Spaß gemacht. Obwohl ich jetzt ein bisschen, sagen wir mal, angeschlagen bin. Aber ich wünsche euch trotzdem eine schöne Vorfreudezeit und wir sehen uns dann bis zum nächsten Video. Macht's gut.